So, Peace, Männer. Meine 42A-konforme EDC-Messersammlung von Böker Plus Jet Los Baños Design ist jetzt komplett. Das sind alles Klappmesser oder kleine feststehende Messer, die wo wirklich uneingeschränkt tragbar sind, also praktisch richtige EDC-Messer sind. Und diese Jet Los Baños Messer sind so mein Lieblingsmesser von Böker Plus. Und da habe ich jetzt die letzten 1,5 Jahre irgendwie angefangen, meine Sammlung zu vergrößern. Habe jetzt zwischenrein noch immer welche andere Messer gekauft. Und habe jetzt eben mein letztes Stück, wo mir gefehlt hat, gekriegt. Das habe ich mir jetzt bestellt. Wollte ich vor 2 Jahren das erste Mal schon mal bestellen. Bloß da war es in meiner Augen nicht so perfekt irgendwie als EDC-Messer. Aber jetzt mittlerweile habe ich es mir einfach geholt, weil ich es einfach will. Aber wenn ich es jetzt nicht so oft benutze oder so. Aber das ist eben das Trans 42. Und das macht jetzt eben meine Messersammlung komplett. Ne? Das ist wie gesagt von Jet Los Baños, Böker Plus, das XS. Einhand mit Slipjoint. Da habe ich den Pin weggemacht und das hat hinten eine Slipjoint-Feder. Hat eine perfekte Größe, 440er C-Stahl, also ist ein Top-EDC-Messer. Und wie gesagt, 42A konform eben. Dann jetzt, wie gesagt, das 240er Trans. Ist auch Einhand zu bedienen, hat sogar einen Flipper und hat eben statt dem Frame Lock da hinten keine Verriegelung, sondern einen Detent Ball, der wo die Klinge offen hält. Na, der Flipper geht ein wenig schwer, aber er geht. Es ist ein absolut geiles EDC-Messer, weil es super Größe hat. Und wie gesagt, das ergänzt jetzt meine Sammlung. So, dann habe ich das Jet Los Baños Compliance. Das ist ein Zweihandfolder mit Frame Lock. 440er C-Stahlklinge. Schönes, kleines, kompaktes Messer. Also, das habe ich jetzt schon mehrere Jahre. Das hat mir sehr gute Dienste erwiesen. Dann natürlich den absoluten Klassiker. Das Subcom 42, eben auch 42A konform, weil es eben keinen Frame Lock hat, sondern diesen Slipjoint mit Detent Ball. Ist auch ein optimales, super geiles Messer. Dann als Neckknife habe ich das Mikrocom 440er C-Stahlklinge. Diese japanische Kiridashi-Klingenform. Ist ein sehr, sehr kleines Messer, was aber trotzdem vielseitig einsetzbar ist. Lässt sich um den Hals tragen oder auch einfach in die Hosentasche oder so. Und noch als Small Fixed Blade das Jet Los Baños Outer City Rock'n'Roller. Das, wo ich entweder auch um den Hals trage oder eben am Gürtel. Ist auch ein Top-EDC-Messer. Ist ein bisschen groß für den alltäglichen Gebrauch, aber nicht zu groß, sagen wir es mal so. Lässt sich auch sehr vielseitig einsetzen. So. Das ist meine EDC-Messersammlung von Jet Los Baños Böker Plus, die wo alle samt 42A konform sind. Und die ist jetzt eben komplett. Schauen wir mal, was da in Zukunft noch rauskommt von Jet Los Baños, ob da noch mehr kommt. Und dann werde ich die vielleicht auch noch erweitern. In diesem Sinne, Peace und Cuts for Life.